Wunderschönen guten Tag, liebe Damen und Herren. Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge unseres Abenteuers in Yu-Gi-Oh! Duel Links. Heute habe ich einen Spicy Tenny mit Evil Eye Deck für euch, was ziemlich cool sein könnte. Also wenn das Deck was für euch ist und selbst wenn nicht, Daumen nach oben da lassen, Kommentar schreiben, was ihr gerne noch sehen wollen würdet. Und vor allen Dingen, Leute, bei Gate to the Games bestellen, falls ihr mal irgendwelche Karten bestellen wollt. Ich habe letztens aus Maze of Millennia eine der Top-Karten gezogen, Bonfire, und ihr könnt das auch. Code Rigi benutzen, Karten bestellen, 5% sparen und auch mich supporten. Vielen, vielen lieben Dank. Also, heute geht es um Tenny mit Evil Eye. Letzten Endes ist es eine ganz normale Tenny-Liste, die ihr auch genauso nach der Bandis noch spielen könnt, weil Tenny tatsächlich keine Hits bekommen hat. Was ganz cool ist für die ganzen Tenny-Spieler und Free-to-Play-Spieler unter uns, denn das Deck ist halt super Free-to-Play-freundlich und viele haben damit angefangen. Und es bleibt auch nach der Bandlist immer noch spielbar. Von daher alles gut. Und wir kombinieren das Ganze mit einer kleinen Evil Eye Bösaugen Engine. Und zwar in Form von Zerziel, zweimal Reich von Pareidolia und selbstverständlich auch nochmal Bösauge der Selene. Und all das kombiniert gemeinsam ist halt insofern ganz cool, weil wir das Ganze dann nutzen können. Um unsere Normalbeschwörung für den Turn auszufüllen. Weil ihr wisst, Tenny kann sich komplett selber von der Hand spezial beschwören, vom Friedhof teilweise spezial beschwören bzw. verbannen, um Effekte zu triggern. Und das ist am Ende des Tages das Deck. Ja, wirklich. Also wenn man macht ganz normal seine Tenny-Plays, versucht einen Draco-Berserker beispielsweise mit einem Berserker, der Tenny aufs Feld zu bekommen und dann am besten Fall noch Tenny, Geist, Mapura und Shitana im Friedhof zu haben, um auch nochmal so ein bisschen Protection dann im Spiel zu haben. Und wenn man dann noch die Normal Summon haben kann, ja, kann man Zerziel beispielsweise beschwören, Zerziel search dann Bösauge der Selene. Und dann geht's ab, weil dann hat man halt auch immer noch diesen Schnelleffekt Pop auf ein speziell beschworenes Monster des Gegners und hat gleichzeitig noch ein Monster mit Bösauge der Selene, was nicht durch Kampf zerstört werden kann, was nicht getargetet werden kann durch Effekte des Gegners und von Karteneffekten unberührt bleibt letzten Endes. Und das ist eigentlich ziemlich gut. Und kann halt nicht auch durch Karteneffekte des Gegners zerstört werden. Also schwarzes Loch und so ist dann letzten Endes auch kein Problem mehr. Ja, mehr gibt es zu dem Deck tatsächlich nicht zu sagen. Ich kann nur sagen, es könnte durchaus lustig sein. Ich bin sehr gespannt, wie es sich spielen wird und lassen wir uns überraschen. Ich habe so ein bisschen Erfahrung jetzt, also ein bisschen mehr Erfahrung tatsächlich mit Tenny als vorher. Wobei, Tenny Sword Soul, ja, das ist ja so das Deck, was ich jetzt in Master Duel sehr oft gespielt habe. Und ich muss sagen, ich bin mit dem Deck ziemlich nice unterwegs mittlerweile, was so die Plays etc. angeht. Also so viel dazu. Ich müsste das Event tatsächlich hier und da noch ein paar Mal spielen. Aber ich weiß gar nicht, wie lange geht das Event noch? Bis zum 26. glaube ich. Heißt also, ich werde ein paar Abende eventuell an meinem Handy sitzen und dann noch ein bisschen grinden müssen. Ja. Aber kriegen wir schon irgendwie hin, da bin ich mir sicher. Das hier ist zum Beispiel jetzt eine ziemlich solide Starthand, auch wenn ich mir gerade unsicher bin, ob das dann wirklich schnurstracks so passt. Aber ich denke schon, dass das kein Problem sein sollte. Was ist das denn? Psychiatraser und Pferdenleser. Ist es 2019? Hat 2019 hier wieder angerufen und möchte seine Meta zurückhaben? Wobei das Deck nie wirklich Meta war, beziehungsweise diese kleine Engine. Aber es wurde hier und da in einigen Decks schon tatsächlich gespielt damals, als die Karten rausgekommen sind. So. Hyper psychische Aufsteiger. Monster, die weniger Attack als diese Karte haben, können nicht angreifen. Zusätzlich kann kein Spieler Effekte von Monster auf dem Spielfeld aktivieren, die mehr Attack als diese Karte haben. Falls diese Karte, die dir gehört, durch eine Karte deines Gegners zerstört und auf den Friedhof gelegt wird, du kannst einen Empfängermonster, bla bla bla. Okay. So, und Monster, die weniger Attack als diese Karte haben, können nicht angreifen. Das heißt, ich muss die Karte einfach bouncen. Ne? Naja, wenn ich die Karte einfach bounce, ist alles gut. Und Monster, die mehr Attack als diese Karte haben, können ihre Effekte nicht aktivieren. Ja, das sollte ja am Ende des Tages nicht so ein großes Problem sein. So, wir aktivieren Reich des Bösauges, Pareidolia. Beziehungsweise versuchen diese Karte zu aktivieren. Gegner konnte weiterhin auch selber was aktivieren, was ich sehr interessant finde. Crazy. Dann können wir Vishuda specialen, was schon mal ziemlich strong ist, oder ziemlich strong wäre. Weil wenn wir Vishuda specialen, können wir auch direkt Vishudas Grave-Effekt nutzen. Paläozoischer Dinomichus. Okay, kein Problem, wir haben unseren himmlischen Drachenkreis. Sehr starke Karte jetzt in dem Moment, weil wir den Vishuda trotzdem ins Grave bekommen.
Und wir können dadurch Ashuna auf die Hand nehmen. So, jetzt muss der Gegner eine Handkarte abschmeißen. Ganz schön ärgerlich. So, lieber Gegner, willst du jetzt schon raus oder willst du gleich raus? Denn ich werde dir keine Chance mehr lassen. Ja, das ist ein Freeman, Leute, an der Stelle. Bam. Und der Gegner weiß es auch. Ich könnte jetzt zum Beispiel Ashuna weglinken in meinen Mönch. Dann könnte ich wie Shooters Grave-Effekt aktivieren. Die Synchro-Karte des Gegners einfach zurück in sein Deck bouncen, in sein Extra-Deck. Und dann steht der Gegner ohne Handkarten da und ohne Handkarten und hat das Spiel eigentlich so gut wie verloren. Und wir könnten auch noch Serziel normal beschwören. Über Serziel könnten wir dann Selene raussearchen, weil ja, das ist eigentlich ziemlich gut gewesen. Und jetzt stellen wir uns mal vor, der Gegner hätte jetzt unsere V-Shooter nicht irgendwie weggebounced oder so. Es wäre dennoch gar kein Problem gewesen, weil wir hätten ja immer noch den Psychic Wielder, beziehungsweise den hyperkinetischen Sprenger da. Wir hätten ihn ja theoretisch immer noch zerstören können, über Serziels Effekt beispielsweise. Und zwar in der Battle Phase des Gegners, in der nächsten. So, dass er dann halt nicht den Grave-Effekt bekommt, um sich nochmal was rauszusuchen und das dann halt auszuspielen. Muss man wissen, gell? Muss man wissen. Anyways. Läuft ja ganz gut gerade. Sehr schön. Leandro. Okay, Leandro. Ist wahrscheinlich ein Blue Eyes Deck. Ja, ja, Kampfchronik. Blue Eyes, Blue Eyes, Blue Eyes. Die kommen jetzt gerade auch wieder aus ihren Löchern. Und wenn ihr nicht wisst, warum. Es liegt tatsächlich am aktuellen Format. Ja, denn dieses Freunde-Werben-Angebot gibt euch halt ein komplettes Blue Eyes Deck. Falls ihr das noch nicht gesehen habt, das Video, das liegt irgendwie 2-3 Videos zurück. Ich kann auch gerne hier nochmal meinen Code in die Beschreibung packen. Ja, also falls ihr ein neuer Spieler seid, der erst seit 7 Tagen spielt oder ein zurückkehrender Spieler seid, der jetzt die letzten 30 Tage das Spiel nicht angeschmissen hat, kein Problem. Ja, ihr könnt beispielsweise ganz einfach den Code, den ich dann wahrscheinlich dieses Mal wirklich irgendwo in die Kommentare reinpacken werde, den könnt ihr einfach nutzen. Ne? Den könnt ihr... Wenn ihr das Spiel öffnet, Duel Links, dann gibt es da diese Freunde-Werben-Aktion. Das müsste hier irgendwo rechts sein, wo meine Maus gerade anzeigt. Da klickt ihr drauf und dann steht da irgendwo Code eingeben, ne, oder irgendwie sowas in der Art. Code nutzen, ja. Und da könnt ihr noch meinen Code einsetzen. Ich glaube, ich brauche noch tatsächlich eine Person, die sich dann beispielsweise darum kümmert. Ich hatte nämlich, glaube ich, am Wochenende, am Freitag, hat mir jemand geschrieben, ey Regi, kann es sein, dass der Code nicht mehr funktioniert bei dir, weil du genug Leute hast, die den benutzt haben? Aber das stimmt tatsächlich nicht. Es könnte sein, dass ich vielleicht keinen Platz mehr auf der Friendlist habe, was ich aber super, super, super weird fände. Aber naja, ist dann halt so. Okay, wir fangen ganz einfach an mit Ashuna in dem Fall. Ja, wir haben auf jeden Fall nicht den Serzia-Engel. Das heißt, wir spielen hier jetzt gerade ganz normal ein Tendi-Deck. So, Ashuna kommt also aufs Feld. Wir linken Ashuna weg für den Mönchen. So. Here we go. Mönch ist am Start. So, dann würde ich mein Medium des Drachenzykluses droppen. Und mir wie Shooter auf den Friedhof schicken. Und mir gleichzeitig Atara nochmal auf die Hand nehmen. So, ich habe meinen himmlischen Drachenkreis. Das heißt, ich kann jetzt einfach wie Shooter verbannen, um die Background-Karte des Gegners schon mal wegzusneaken. Regenbogenleben. Okay. Regenbogenleben ist fein, dann ist die Karte zumindest schon mal raus und der Gegner kriegt keine Life Points. So, sehen wir positiv, gell? Okay. Das heißt, wir gehen jetzt ganz normal mit unseren Plays vor. Ich würde natürlich den Draco-Berserker noch irgendwie gerne aufs Feld holen. Da muss ich nur kurz überlegen. Ich habe noch meine Normal Summons. Also wir können Shitana auch noch aufs Feld bekommen. So, dann ist aber der Ashuna im Grave nicht mehr live. Richtig. Richtig, sollte zumindest nicht mehr live sein. Wobei, doch, der müsste noch live sein. Aber, macht das denn hier nochmal in den Mönchen zu linken? Theoretisch ist es egal, weil ich brauche die Normal Summon in diesem Game eh nicht mehr. So, wir können Ashuna weghauen. Wer fehlt uns jetzt beispielsweise noch? Mapura, ne? Aber warte, Mapura brauche ich nicht in dem Fall. Ich brauche einen 7er, damit wir noch in den Draco-Berserker gehen können. So. Dann können wir nämlich Atara normal beschwören.
Dann gibt es hier nochmal den Draco-Berserker. Wait, wo ist er? Dann gibt es hier nochmal den Draco-Berserker, dass wir den nochmal auf dem Feld haben. Just in case. So, und ich brauche ja die Niederlage der Bösaugen, brauche ich ja nicht in dem Fall. Weil die Niederlage der Bösaugen ist ja einfach ein Wasted Slot. Das heißt, wir können hier die Schamanin beschwören. Chitana aufs Feld schicken. Bum, bum, bum. Ganz einfach. Wir aktivieren den Effekt von der Schamanin. Wir schmeißen die Niederlage ab. Beschwören uns nochmal. Ja, die Schude aufs Feld. Ja, meinetwegen. Eigentlich egal in dem Fall, weil wir linken Vishuda eh wieder weg. Und zwar für den Berserker der Tenny. So. Daraufhin ist dann dein Effekt wieder live, ne, Atara. Und wir nehmen uns Ashuna wieder auf die Hand. So leicht kann es gehen, Leute. So leicht kann es gehen. Aktivieren unseren Skill, gehen auf 6k Life Points hoch und haben Chitana im Grave. Leider kein Mapura, was ein bisschen schade ist, aber wir haben unseren Negate mit dem Draco Berserker, der gegen Blue Eyes eigentlich ganz nett ist. Und wir haben, wie gesagt, nochmal Chitana im Grave, was auch gegen Blue Eyes ganz gut ist. Nice! Ich hätte den himmlischen Drachenkreis noch nutzen können, um auch Mapura in den Friedhof zu bekommen, aber ich glaube, Blue Eyes ist tatsächlich so ein Matchup. Da brauche ich das eigentlich nicht wirklich. Ja. Kann sein, dass ich diese Aussage bereuen werde. Ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Sehen wir dann ja. Anyways. Okay. Regulärer Blue Eyes joins the field. Und die Kampfchronik kommt. Alles klar. Das heißt... Oh, Nachfolgerseele. Nachfolgerseele ist hier tatsächlich sehr stark. Ja, Nachfolgerseele ist hier wirklich sehr stark. Oh boy. Nachfolgerseele ist super, super, super strong. Crazy. Weil das um Chitana tatsächlich ganz gut rumspielt. Und hier wäre Mapura eventuell sogar ganz gut gewesen. Oh, ultimative Fusion. Okay. Ist auch tatsächlich nicht schlecht. So, Zwillingsausbruchdrache. Here we go. Ah, das ist wirklich nicht schlecht. So. Dann können wir aber Chitanas Grave-Effekt aktivieren. Den Berserker wiederholen. Und er hat halt Nachfolgerseele, ne? So, aber er hat das Timing verkackt, weil das targetet nicht. Das war jetzt nicht so gut, weil jetzt ist die Nachfolgerseele nicht mehr live. Und das realisiert der Leandro jetzt auch gerade. Tja, Leandro, tut mir leid. Das war aber nicht so schlau. Denn Mapura sagt, zerstöre, nicht wähle, zerstöre dann. Oder zerstöre, indem du ein Monster wählst. Es sagt einfach nur, zerstöre! Ja. In dem Fall also leider nicht ganz so optimal gespielt vom guten Leandro. Und weiter geht's, Leute. Wir müssen mal wieder winstreaken. Es gehört sich mal wieder, dass ich nach den letzten beiden Videos auch mal winstreaken kann. Und wie gesagt, wenn ich mal vernünftige Decks spiele, ja, wenn es mal für mich möglich ist, vernünftige Decks zu spielen, dann kann ich auch durchaus winstreaken. Das ist so das, was ich euch am Ende des Tages damit eigentlich nur zeigen möchte. Manchmal liegt es nicht am Spieler. Manchmal liegt es nicht am Spieler. Also nicht nur, ja. Nice Hand. Sehr nice Hand. Also. Joa, wir haben Ashuna hier am Start. Und wir linken Ashuna direkt weg für unseren Mönchen. Boom. Abfahrt. Dann haben wir unser Medium für den Drachenzyklus. Können Mapura in den Friedhof schicken. Und wir wählen Atara aus. Okay, dann spezial beschwören wir Vishuda. Und wir beschwören Ich glaube, ich habe es
Ich glaube, ich habe jetzt das, was ich machen wollte, verkackt tatsächlich. The Moment of Realization, Streamer. Oder? Ich glaube tatsächlich, ich habe es verkackt. Moment. Wait. Ich will es nicht verkackt haben. Also warte, Schamanen. Schamanen hier. Also keine Effektmonster kontrollierst. Also egal. Ja, ich kontrolliere Effektmonster, das ist das Problem. Wait, Leute. Habe ich es gerade verkackt? Ich glaube, ich habe es gerade verkackt. Schamanen. Oh, damn, Leute. Ich glaube, ich habe es wirklich verkackt. Moment. Ja. Oder? Ja, ich hab's verkackt. Scheiße. Ich kann's nicht so spielen, wie ich wollte. Das ärgert mich. Ich kann sehr zäh nicht beschwören. Okay. Okay, ich muss ein bisschen rudern jetzt. Ich muss ein kleines bisschen rudern, Leute. Ja, das ist nicht so optimal. Das ist überhaupt nicht optimal. Ich habe jetzt keinen Draco-Berserker mehr auf dem Feld. Nein. Ich habe es nicht vernünftig gespielt. Also ich hätte natürlich den Draco-Berserker auf dem Feld haben können, aber ich hätte auch noch Serzählen mit da haben können. Okay, GG. Das ist ein bisschen... Ja, das ist ein bisschen ärgerlich. Ach! Das ärgert mich total, Leute. Oder hätte ich es anders machen können? Wartet mal. Ich muss jetzt reflektieren. Wie hätte ich das anders machen können? Ja, blauer Himmel... Soll er erstmal machen. Wie hätte ich das anders machen können? Eigentlich ist es doof, dass ich den Link-Jünger jetzt nicht weghaue, ne? Ich hätte den Link-Jünger jetzt hier eigentlich weghauen sollen. Ja. Ja, das hätte ich machen sollen. Da. Ärgert mich. Egal. Egal, Leute. Ich habe jetzt keine Zeit, den Play zu reflektieren. Aber ich hatte eigentlich alles auf der Hand. Ach, keine Ahnung. Ja. Geheimnis des Weltenvermächtnisses ist jetzt natürlich ein Problem. Ja, ist ein Problem. Ist ein großes Problem. Ja, wir zerstören. Gelber Stern. Das ist okay.
Jetzt habe ich eh keine Quickplay-Effekte mehr, die ich weghauen kann. Ah, aber stellt euch mal vor, ich hätte jetzt den Draco-Berserker, Mann. Imagine, der Draco-Berserker wäre jetzt in dem Matchup key gewesen. Der wäre richtig key gewesen. Ja. Der wäre mega gewesen. Jetzt spammt er einfach das Board voll. Hat Monster, die nicht richtig zerstört werden können. Ja, wegen Mechritter des Morgensterns. Gefällt uns nicht. Den Girsu. Okay. Ja. Das geht in dem Fall. So. Das ist an sich auch okay. Set 1. Aha. Aha. Link nochmal die beiden weg. Für einen Einhornritter. Oh, aber ich habe Mapura im Grave. Denk dran. Ich habe Mapura im Grave. Für solche Fälle haben wir Mapura im Grave, my friend. Ja. So, den Girsu triggert einmal. Ist okay. Ja, und jetzt kommt der Gegner nicht weiter. Jetzt steht er da. Alright. Dann legen wir direkt los. So, V-Shooter. Effekt. Wir bouncen. Direkt in den Girsu weg. So, dann specialen wir Ashuna. Ashuna Matata. Let's go. Wir normal beschwören Atara. Und es geht in den... Wir könnten auch auf Baxia gehen. Wir könnten actually auch auf Baxia gehen, merke ich gerade. Aber nee, wir gehen einfach in den Draco Berserker. Draco Berserker it is. Oh, ich könnte hier noch einiges mehr machen. Verdammt. Ich könnte hier noch einiges mehr machen. Anyways. Ja, ich hätte hier noch einiges mehr machen können. Also wenn ich jetzt Lethal verkacke, ihr wisst, woran das liegt. Okay. Das gefällt mir nicht. So, Geheimnis des Weltenvermächtnisses. Der triggert nur, wenn er sich selber specialt, ne? Okay. Okay, der negiert die Effekte von ihm. Ah, so wasted. So wasted, wirklich. So wasted. Wir hätten hier schon einiges mehr machen können. So. Aber er wird negiert wegen dem Geheimnis des Weltenvermächtnisses. Genau. Ist okay. Wir können den Draco Berserker wiederholen über eine Schamanin. Von daher alles gut soweit. So, Schlüssel des Weltenvermächtnisses. Du kannst ja einen Wecker wählen. Füge sie in der Hand zu einer der Effekte von allen Fallenkarten. Okay. So, Mechritter des Roten Mondes. Nächster Effekt. Pop den Berserker, aber er kommt wieder wegen Chitanas Effekt. Wir beschwören ihn in den Slot. Und wir zerstören ihn, I guess. Macht jetzt hier eben keinen Unterschied. Der Gegner steht jetzt da. Kann jetzt nicht mehr wirklich viel machen. So. So, wir starten mit V-Shooter. Special V-Shooter in den Slot. Wie gesagt, also wir sind eigentlich gerade richtig gut dabei. Genau, Gegner realisiert das jetzt auch. Warte mal. Nee, eigentlich ist kein Problem. Ich kann die Schamanin hier auch in den rechten Slot packen. Aber eigentlich wäre es prinzipiell besser gewesen, ihn vielleicht wegzuhauen, weil er zwei Slots blockiert und der in der Mitte eigentlich nur einen. Wäre besser gewesen. Aber wie gesagt, GG well played. Tenny immer noch absolutes King Deck. Ja, absolutes King Deck immer noch. Gefällt mir. Wir haben jetzt zwar die Serziel-Synergie nur im letzten Game gesehen und ich bin ganz ehrlich mit euch, ich müsste mir das Replay nochmal angucken, aber ich
Ich meine wirklich, wir hatten alles fürs optimale Board auf der Hand. Ich habe es halt nur nicht realisiert. Na, wartet. Wir hatten alles auf der Hand. Sie kommt dann halt irgendwann zuletzt oder irgendwann mittendrin, das ist egal. Wir brauchen die Normal-Summon auf jeden Fall für Serziel, das ist klar. Und ansonsten... Wir haben ja ganz normal angefangen mit Ashuna. Ashuna ist in den Mönch gegangen, da lag Ashuna im Grave. So, dann haben wir unseren Normal-Monster auf dem Feld. Aber dann wird's schwierig. Serziel muss zuletzt kommen. So. Wie mache ich das also mittendrin, dass ich am Ende noch auf ihn lande? Und auf... Also er triggert, wenn ich einfach ein nicht normales Monster auf der Hand habe. Das heißt, Vishuda müsste ich, wenn ich Vishuda habe, von der Hand specialen ganz normal. Aber dann habe ich mein Feld blockiert mit einem Effektmonster. Ich weiß es nicht. Könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, Leute. Ich sehe es gerade spontan nicht. Das müsste ich mir dann in aller Ruhe angucken. Aber das Ding ist wirklich sehr geil. Wenn das euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Würde mich freuen. Und dann sehen wir uns zum nächsten Mal wieder. Und bis dahin wieder schon reingehauen. Macht's gut. Und ciao. Marie.